haben mich schon gefragt, ob ich mal einen Sommerlock schminken kann. Und da habe ich gedacht, jetzt wo es ja so schön heiß und warm und sommerlich geworden ist, ist das einfach die perfekte Gelegenheit. Und ich habe mich so ein bisschen inspirieren lassen von Minzgrün. Das ist eins von meinen absoluten Lieblingsfarben. Und dazu diese knallpink Lippen. Also ich finde den Look total schön. Und ich finde, der ist auch perfekt, wenn ihr jetzt mal am Abend irgendwie eine Sommerparty habt oder irgendwo am Abend weggeht und nicht so dunkles Augen-Make-up machen möchtet. Dieses klassische Smoky Eye. Ich finde, das ist eine gute Alternative für den Sommer. Und wenn ihr wissen möchtet, wie ihr ihn nachschminken könnt, dann bleibt doch einfach dran. Ich fange direkt mal an mit dem Lidschatten-Base und dazu nehme ich erstmal einen Creme-Lidschatten von Ila Maska. Das war eine Palette, die, glaube ich, letztes Jahr rauskam. Das ist die Fundamental-Palette und da ist so ein türkisen Creme-Lidschatten drin, den nehme ich jetzt einfach mit dem Finger. Wenn ihr jetzt diese Palette nicht habt, dann könnt ihr einfach entweder einen weißen Lidschatten nehmen, so einen Creme-Lidschatten, oder vielleicht findet ihr irgendwas in der Drogerie. Und den appliziere ich jetzt einfach mit meinem Finger und massiere das quasi wie ein auf das Lid. Und der ist ein bisschen klebrig, das hilft natürlich nachher, dass dann den Lidschatten, den ich dann drauf tue, dass der dann besser hält. Als nächstes nehme ich einen Lidschatten von dieser Palette. Das ist so eine Palette, die habe ich mal auf eBay ganz günstig gekauft. Und da ist eine perfekt minzgrüne Farbe drin. Das ist diese hier. Und da nehme ich jetzt einen flachen Pinsel und presse diese Farbe genau dort auf, wo ich jetzt diesen Creme-Lidschatten appliziert habe. Und das hilft dann, dass die Farben sehr, sehr gut zur Geltung kommen. Zum Ausblenden von dieser Farbe nehme ich jetzt einen Lidschatten von meiner neutralen Palette. Das ist einer von MAC, das ist dieser hier. Der heißt Malt und verblende das einfach in der Lidfalte, damit es einfach nicht so einen starken Übergang gibt. Und dann nehme ich jetzt noch ein bisschen von dieser Farbe gerade daneben, das ist MAC Soft Brown. Genau unter meinen Augenbrauen, da will ich jetzt nicht wahnsinnig viel Schimmer. Da nehme ich jetzt einen matten Lidschatten, das ist Ben Nye Toast. Der ist ungefähr einfach die gleiche Farbe wie mein Hautton. Also da müsst ihr einfach für euch gucken, was zu euch passen würde. Und den nehme ich einfach sehr gerne, wenn ich hier nicht zu viel Schimmer haben möchte, weil der Lidschatten hier auf dem Lid ist schon ziemlich schimmerig. Auf dem unteren Lid habe ich jetzt auch gedacht, ja, soll ich das Minzgrün hier weiterführen, aber ich denke, das wird einfach mir ein bisschen too much. Da nehme ich jetzt nochmal Malt und Soft Brown von MAC und verblende die einfach zusammen. Ich mache mir jetzt den Lidstrich mit dem MAC Black Track Fluid Line. Da kann ich jetzt nicht wahnsinnig reden, weil da muss ich mich einfach gut konzentrieren. Und mache hier einen ziemlich dicken schwarzen Eyeliner, so wie als Kontrast zu diesem hellen Farbton von dem Minzgrün. Der ist jetzt leider ein bisschen ungleichmäßig geworden. Das ist eigentlich oft so, wenn ich jetzt beim Tutorial, ich mache immer ein Auge davor und das andere danach. Und ich finde das einfach super schwierig, weil meistens mache ich das so zur gleichen Zeitpunkt. Und ja, jetzt habe ich es einfach noch ein bisschen probiert zu korrigieren. Naja, ist ja wurscht. Ich mache jetzt weiter mit dem Mascara. Da nehme ich eins von meinen Favoriten. Das ist der Lash Out Butterfly von L'Oreal. Ich habe jetzt davor noch meine Wimpern kurz in Form gebogen mit so einem Lash Curler. Ui. Habe ich hier gerade zu fest geblinzelt. Schnell korrigieren. Und lasse ich das kurz trocknen und dann mache ich dann noch den Mascara auf den unteren Wimpern. So, und jetzt auf die Wasserlinie mache ich jetzt einen weißen Kajalstift. Der ist, glaube ich, von Maybelline. Der ist Express Kajal, heißt der in Weiß. Ich habe mich jetzt für eine Lippenfarbe entschieden. Da habe ich jetzt erstmal ganz viele Lippenstifte geswatcht, bis ich einen gefunden habe, den ich wirklich toll finde mit diesem Look. Ich nehme jetzt diesen, der ist von Lime Crime. Das ist eine Marke, die könnt ihr online bestellen. Das ist in der Farbe Countessa Fluorescent. Das ist so ein ganz, ganz bright pink Farbe. Der hier kommt ihm fast am ähnlichsten. Das ist einer von Maybelline. Das ist die Maybelline Vivids. Die könnt ihr in der Drogerie finden und das ist in der Farbe Pink Pop. Und dann tue ich jetzt erstmal ein bisschen drauf und dann verteile ich ihn mit einem Lippenpinsel, dass es ein bisschen präziser ist.
nämlich ein bisschen auf dem Lippenpinsel auf. Und letztes mache ich die Außenkanten. Das ist quasi, weil ich finde, wenn ich das nur mit dem Lippenpinsel mache, dann habe ich einfach ewig, bis ich die gleiche Deckkraft habe. Ich mache jetzt noch ein wenig Gloss drüber. Das ist einer von Kriolan. Das ist der Kriolan High Gloss in der Farbe Iconic. Ich liebe diese Glosse von Kriolan, weil die sind so gut pigmentiert. Also wirklich besser als manche High-End-Glosse und haben wirklich tolle Pigmentierung. Sie sind sehr klebrig, also braucht man nicht viel, aber die halten wirklich auch sehr lange. Braucht nicht Unmengen viel von Gloss. Ich finde, das ist auch der Fehler. Manche Leute tun da viel zu viel drüber. So, jetzt muss ich mal, glaube ich, hier die ganzen Lipswatches wegmachen. Ich nehme jetzt zum Schluss noch ein bisschen Blush, weil jetzt alles schon so ein bisschen kühle Farben sind. Da mache ich den Blush auch in diesem kühlen Farbe. Das ist ein Blusher bei Barry M. Das ist Blusher Nummer 1. Der ist so ein ganz, ganz helles Pink. Also so ein Knallpink, aber sehr, sehr kühl. Und mache das so ein bisschen auf die Wangenknochen. Als Finishing Powder nehme ich jetzt dieses von Hourglass in der Farbe Dim Light. Es hat jetzt nicht, es ist nicht wahnsinnig pigmentiert, aber es lässt einfach einen ganz schönen Finish auf der Haut. Und mache das jetzt so einfach ein bisschen übers ganze Gesicht. Und ich habe mich jetzt entschieden, doch noch ein bisschen Highlighter drauf zu tun. Da nehme ich jetzt meinen Favorit von Kriolan. Das ist der Glamour Glow in Pale Tan. Das ist, wenn ihr so helle Haut habt, der ist perfekt, weil der ist so ganz, ganz hell in Farbe. Weil ich habe oft das Problem mit Highlighters, die dann so rosafarbig oder so Goldton, die schauen dann fast wie ein Blush aus an mir. Die schauen dann gar nicht mehr aus wie ein Highlighter. Und vielleicht noch ganz wenig auf der Nase. So, der Look wäre dann eigentlich fertig. Ich hoffe, dass er natürlich euch gefällt. Und wenn ihr ihn nachschminkt, ich bin immer total froh, wenn ihr mir ein Bild schickt. Auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Da könnt ihr mich verlinken oder als Tag einschreiben. Alle Links findet ihr nochmal unten, wenn ihr mir auf diesen Plattformen auch folgen möchtet. Und gebt dem Video doch gerne einen Daumen hoch. Das finde ich immer super. Also ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr euer Feedback hinterlässt, auch einen Kommentar. Und lasst mich auch wissen, was ihr für weitere Videos sehen möchtet. Weil ich habe manchmal so viele Ideen, aber dann weiß ich nicht, ob das dann gut ankommt oder so. Und da bin ich immer ganz happy, wenn ihr mir vielleicht auch noch ein Feedback gibt, was ihr so sehen möchtet in der Zukunft. Und ich freue mich schon. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!